kommen zurück, Kapitän! Thank you.
Leute hier bauen gerne Boote. Wird gut bewacht. Yeah!
du nicht einfach. Dieser Krieg wird ewig währen, ebenso wie der Kult.
Bruder, komm her! Ich brauche deine Hilfe. Du kommst, um den reichsten Mann in Achaia zu sehen, nicht wahr? Du siehst nicht reich aus. Der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Und ich sehne mich nach nichts. Reich, du sehnst dich nach nichts und rufst mich trotzdem, damit ich dir helfe. Das ergibt keinen Sinn. Ah, ein Verstand, der denken kann, rettet mich vor diesem Grauen. Schon gut, schon gut. Mein Name ist Demokritos. Der berühmte Denker von Gedanken, Schreiber von Schriften, Fragender nach Antworten. Ich bin Alexios. Und ich habe nie von dir gehört. Das sagt mehr über dich aus als über mich. Nun, du kamst, um zu helfen. Hm? Zufällig stieß ich auf die Fundorte von drei göttlichen mathematischen Entdeckungen. Mathematische Entdeckungen? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die Theoreme in Kombination mit meinen eigenen werden das größte Rätsel des Universums lösen. Und wie du weißt, bleiben die Rätsel des Universums gerne ungelöst. Bring mir die drei Theoreme und ich belohne dich großzügig. Also, du bekommst die Theoreme und ich eine Belohnung von einem Mann, der sich überhaupt nicht für Drachmen zu interessieren scheint. Drachmen sind für Narren. Ich biete dir etwas viel Größeres. Doch, zuerst die Theoreme. Schön. Welche sind es? Nur die größten Errungenschaften rationalen Denkens. Die Originalschriften zum goldenen Schnitt, den Satz des Pythagoras und Zenons Paradoxien. Erzähl mir von Zenons Paradoxien. Zenon von Elea war der klügste Philosoph der Welt, abgesehen von mir. Er schrieb Paradoxien, die jedermann verblüfften. Sein Werk gilt als zerstört, doch ich weiß, dass die Priester in Lokris es gerettet haben. Und der goldene Schnitt? Ah, die göttliche Zahl. Es ist ein Grundprinzip der Architektur, der Kunst und es findet sich auch in der Natur. Das Original schmachtet in den schmutzigen Händen von Bildhauern in Argos. Es sollte bei einem Mathematiker sein wie mir. Wo kann ich den Satz des Pythagoras finden? Überall um dich herum natürlich. Trügerisch einfach und doch überaus rätselhaft. Anscheinend wurde die Gleichung in Stein gemeißelt. Ich habe gehört, sie läge in versunkenen Ruinen zwischen drei Inseln, die ein Dreieck bilden. Ich finde die Theoreme für dich. Komm zurück, sobald du eines hast.
Θαλάσσιος πόλεμος απαξίδα εγκορεύει. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Sotatoa.
Hey!